doch herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Friseursalon. So, ich hoffe mal jetzt auch mit dem Ton etwas besser. Falsch jetzt sofort? Nee, doch, was richtiger. Ja, die letzten beiden Tage. Diese Störung, die man im Hintergrund immer so leise gehört hat, zum Glück nicht nur leise, war, weil ich währenddessen vergessen habe, ich downloade im Hintergrund gerade eine ganze Menge. Und ja, übers Tor-Netzwerk. Das heißt also viele kleine Verbindungen. Und das verursacht natürlich immer extrem viel Rauschen. Diesmal habe ich aber dran gedacht, das zu deaktivieren. So, wo war es eigentlich das Gold? Wir hatten irgendwo Gold gefunden, fällt mir gerade noch ein. Schnauze, du interessierst keinem. Du bist so langweilig. So, du kannst mal bitte Stern gehen hier. Irgendwo war noch Gold. Wo war denn diese Gold? Hier um was nicht mehr? Nee, das war... Doch! Ja. Siehst du, ist das eigentlich das, was da was runterläuft? Das ist natürlich super stylisch. Da können wir das vielleicht sogar noch weiter, ein bisschen weiter umbiegen. Gucken erstmal, ob wir hier noch ein bisschen weiter reinkommen. Ist ja hier. Also die will sich dafür nicht so viele Verbindungen schaffen. Weil jede weitere Verbindung sorgt natürlich dafür, dass wir uns immer mehr verirren könnten. Und hier geht das jetzt runter. Und das Wasser geht dann... Ja, genau, das ist das Wasser, was hier runterläuft. Ist natürlich witzig. Cool. Okay, gut. Wir waren ja hier irgendwie gerade zu Gange. So, kriegt das Wasser nämlich noch ein bisschen weiter in die Richtung gelenkt hier. Wie sieht das heute aus, wenn wir das Ganze hier direkt weg machen? Ah, sieht doch gut aus. Okay, aber näher in diese Richtung kriege ich das Wasser nicht gedrückt. Wobei doch, vielleicht, wenn wir hier noch eine weitere Wasserstraße bauen. Dann kriegen wir es hier breiter. Genau so ungefähr. Voila! Aber es funktioniert perfekt. Oh, oh, nicht dunkel werden. Da sehe ich hier nichts mehr. Oh. Gut, aber hier sehe ich erstmal kein Diamant. Ne. Hier ist auch alles Diorite, oder wie das Zeug heißt. Das heißt, hier werden wir keinen weiteren Diamant finden. Aber gut. Gehen wir nochmal hier in die Richtung. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Außer Feinde vielleicht. Wo ist denn der? Über uns? Keine Ahnung. So, da oben ist noch so ein Slimy. Klappe zu, Slimy tot. Ach ja, hier war das. Hier war der. Trab an, Mädel. Ist da runtergefallen irgendwo? Ja doch. So, mehr ist hier aber nicht, ne? Nö. Okay, schade. So, wo geht's denn? Ach du Scheiße, hier lang. Okay, wir haben jetzt noch mal ein bisschen Gold.
meine, so viel Gold werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber ganz ehrlich, wenn wir eh Gold in den Taschen haben, dann können wir den Stack auch weiter auffüllen. Ja, das war so intelligent. Oh. Oh mein Gott, du musst sterben, sorry. Oh. Alter. Das sind die einzigen Fischer, die wirklich scheiß gefährlich sind, weil die halt durch Wände und so schießen können. Gott, wie viel Eisen? Hallo? Sind wir voll? Scheiße! Gut, das macht aber nichts. Wir brauchen sowieso gerade ein bisschen Essen. Fick die Wandern. Du kannst raus. Dankeschön! Haben wir noch eine Wassermelone übrig. Schön. Ich weiß nicht, Kakaopulver kann man ja auch so direkt einfach essen, ne? Weil da war ja noch mehr Eisen. Haben wir hier was vergessen? Nö. Wir brauchen bald definitiv einen Ofen. Und für den Ofen wieder Kohle. Bauen wir uns mal hier irgendwo schnell in den Ofen. Wir haben hier einigermaßen Ruhe gerade in der Ecke. Pack den Ofen aber jetzt mal da oben hin. Macht keinen Sinn, ich weiß, aber egal. So, Werkbank. Kommt dahin. Und in dieser Werkbank ein formschöner Ofen. Der kommt da oben hin. So, und in dem Ofen, wir haben gerade 6 Eier. Ach nee, wow, dachte gerade schon, Alter. Es wäre, also ist ja ja aber hier, es wäre aber hier, ja, schön wäre das aber. Mein lieber Scholli, du. Halt, da unten. So, können wir jetzt ein bisschen Eisen machen. Und mit diesem Eisen können wir dann, genau, ich mache erstmal direkt Stöcker. So, dann machen wir uns am besten ein Stack. Ja, nee, bei Brick Deeps haben wir wieder massig Stacks von Scheiße dabei. Ach, du kannst bitte weggehen. Das brauche ich ja nicht mehr. Geht doch. So, ein Werkzeug schon mal weniger. Ja. Weg mit dir. Was können wir noch nicht brauchen? Weg mit dir. Eine Fackel haben wir nur noch. Oha. Weg mit die. Wobei, nee. Ne? Besser als gar keine Nahrung. Und Nahrung werden wir auf jeden Fall gebrauchen können. Kann man das irgendwie stacken? Natürlich nicht. Wobei doch, man kann Redstone Blöcke draus machen. Das bringt uns aber nicht viel, haben wir immer noch ein. Wenn wir ein neues Redstone einsammeln, haben wir dann wieder zwei Stacks. Das bringt also noch nichts. Gut, egal. Was mit dir? Komm, ganz ehrlich. Trotzdem, wir haben jetzt nämlich ein bisschen Eisen. Dort ein bisschen zu lange. Okay. Das heißt, wir haben Stöcker und wieder Eisen. So, dann haben wir noch eine angefangene Holz-Dingsterbumster. Das reicht ja noch erstmal. Also ist noch was drin? Nee. Okay. So, hier oben ist ja der Bereich, aus dem wir auch kamen, von wo wir kamen. Jaiba. Ja, also ich weiß, das ist ein Wort. Funktioniert nicht. Wenn man in der japanischen Kultur nicht bewandert ist. Gut, wir machen. Nein, du. Hier nochmal direkt ein paar Fackeln.
Werden wir gebrauchen können. So. Ne, ich will nicht weiter hoch, ich will eher weiter runter. Wir wollen ja Diamanten haben. So. Hier zum Beispiel können wir auch mal gucken, ob es hier noch weitergeht. Die Frage ist, kriege ich hier das Wasser überhaupt umgeleitet? Und das müsste ich ja. Oh, Smaragd! Ich weiß ja gar nicht, was man mit Smaragd überhaupt alles machen kann. Das mache ich dann besser erstmal gucken. Weil Smaragd kann man, glaube ich, nur als Tauschding. Ne, komm, lassen wir hier. Ich will Diamanten haben. Was ich, und jetzt nicht noch mehr Gedings, was wir dann nicht mehr brauchen können. Kein Diamant, kein nichts, kein gar nichts. Ernsthaft jetzt? Oh, ich hasse dich so sehr. Ich werde deine Kinder töten. Ja, ist ja eher traurig. Okay. Na gut, dann gehen wir doch wieder hoch erstmal. Da geht's lang. So, wie sieht's hier aus? Nicht gut. Hier drücken wir mal doch hier oben lang. Vielleicht schließt sich ja hier oben für den Kreis. Nee. Kein Kreis. So, dann tun wir mal heimgehen. Und heimgehen taten wir. Oh, da ist eine Spinne. Oh, da ist ein Dixterbumster. Wieso habe ich das denn ja nicht gesehen? So, die Spinnen tun uns ja nichts. Noch eine Platte. The Evil Sister haben wir schon. Kommt ein bisschen Stroh fürs Pferd. Ne, das hier als Nahrung. Brot können wir auch erstmal mitnehmen. Gibt es noch eine Kiste irgendwie? Ne, gibt es nur eine Kiste. Wie langweilig ist das denn bitte? Eine Kiste? Ah. Gut. Was haben wir machen können? Jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Warum versuche ich nicht rauszugehen? Bleib doch mal hier bei mir. Bei mir gibt es Kekse und Lollis. So, was bekommen wir eigentlich? Spinnaugen. Das braucht doch keiner. Warum ich das gerade tue? Weil ich hoffe, dass wir aus diesen Spinnennetzen, also aus diesen Fäden, noch irgendwas Sinnvolles machen können. Deswegen werde ich davon jetzt mal ein Stack sammeln und wenn wir dann, sobald wir ein Stack haben, werde ich dann diesen Spinnenspawn noch wieder abbauen. Oder zumindest einfach mal eine Fackel draufstellen, dass das Ding deaktiviert ist. Wisst ihr, was kommt? Du bleibst da drin, das darf nämlich dich mit. Aber davon noch eine Platte auf Lager. Irgendwie ist es direkt hinter uns, kann das sein? Ja, nicht gut. Das muss direkt da sein, in die Richtung. Weiß das schon. Ist es jetzt hier mit der Fackel zu hell oder was? Ja, war mit der Fackel zu hell. Da ist gerade ein Skelett gestorben. Halleluja. So, wir haben schon 34. Komm, reicht aus.
Mache ich hier auch mal eine formschöne Fackel hin. Irgendwo sind hier auch Skelette, kann das sein? Ist das hier über uns? Ja! Ah, scheiße. Stopp! Dieses Mäusegeräusch gerade schon wieder eine so eine Dingsterung hier, so ein, sag schon, Fledermaus? Oder was war das gerade? Ich versuche mal hier hochzugehen. Das Problem ist, so umso mehr Wege wir bauen, desto. Oh. Ja, das war jetzt nicht so gut. Desto mehr werden wir halt auch hart verlaufen. So, jetzt. Jetzt geht halt einfach immer höher. Ah ja. Hier ist das Eisen. Was? Wir sind voll von. Hä, wo waren unsere ganze. Wir hatten noch Kohle gehabt. Hallo, wo ist die ganze Kohle hin? Hey, wir hatten noch massig Kohle. Momentchen mal. Schnauze. Hey, wir sind nicht mit allem voll. So, wo war jetzt dieses. Wo war der Ausgang? Hier war der Ausgang. So, dann haben wir uns hier irgendwo lang gebaut. Nein, haben wir nicht. Haben wir hier uns irgendwo lang gebaut. Hier genau. So, wo ist jetzt hier die ganze Kohle hin? Hä? Ah, ist hier schon alles despawned. Haben wir die Kohle irgendwo verloren gehabt oder was? Och nö, ne? Ach, ich bin doch bescheuert. Wir hatten damit Fackeln gebaut. Ja, da war ja was. Wir hatten daraus ja Fackeln gebaut. Ah, also alles ganz normal. Alles ist alles so, wie es sein soll. Gut, okay. Dann hätte ich das ja geklärt gehabt. Gehen wir hier mal wieder raus. So. Genau, hier waren wir jetzt gerade schon drinne. Gucken wir jetzt hier in die Richtung. Da oben geht's weiter, Fragezeichen. Ach, nicht wirklich. So, und dann ist hier hinten noch ein bisschen. Unbeleuchtet. So. Na, von hier kamen wir ja. Ist da hier. Alter, noch so ein Vieh. Ey, wie viel sind denn die bitte? Darum geht's noch weiter. Na gut, auf jeden Fall weder ein Dungeon noch sonst irgendwas. Heißt, wir werden hier auch mal, die Höhle auch mal wieder verlassen. Weil Eisen haben wir mittlerweile mehr als genug. Und da bringt es nichts, da jetzt noch mehr zu holen. Gut, dann gucken wir mal, wie wir hier hinkamen. Das müsste ja theoretisch hier gewesen sein. Na komm, Profi. Mann. So. Die Frage ist, wie ging es jetzt hier weiter? Ging es hier hoch? Muss ja.
Ja, doch, genau, hier ging's. Ja, perfekt. Genau, hier war das, wo ich gesagt habe, das dürfen wir nicht anfassen, das stürzt alles ein. Und da müsste Zug vor der Ausgang gewesen sein. Ach, siehst du, so schließt sich der Kreis. Okay, da geht's hoch. Und da wird es auch schon hell, das heißt, hier geht's raus. Jawohl. Sehr schön. So, mal gucken, wo unser Pferd abgeblieben ist. Ob es noch diesseits dieser Erde ist. Ein Zombie! Ein Spawner! Bitte ein Zombie-Spawner! Yes, ein Zombie-Spawner! Oh oh. Wie sich das Schwert halt auch überhaupt nicht abnutzt. Na, droppt die überhaupt noch irgendwelche Sachen hier, so wie Lebensmittel? Nur Rottenfleisch, was sie droppen. Also schon wieder Jordach. Immer die gleiche Scheiße hier. Was ist denn los? Namenstag! Oh, damit können wir unser Pferd namentlich namenisieren. Oder so. Oh, ich will mal hier ein bisschen Essen haben. Nichts, gar nichts. Hey, die droppen gar nichts. Das ist ja scheiß Ernst hier, oder? So, da ist noch eine Kiste. Mal schnell reingucken, ob da was ist. Ja, ein paar Sattel. Noch ein bisschen roten Fleisch. Aber nichts, was hier irgendwie uns jetzt irgendwas bringt. Hey, das war bald. Alter Zombies, bitte kommen! Ich glaube mal, wir suchen erstmal unser Pferd. So, die Frage ist, wohin hat das Pferd verschlagen? Oha, bitte nicht hierhin. Hallo, Pferdchen? Ich meine, gedespawnt kann es nicht sein, weil ich habe das Entfernen von weit entfernten Tieren deaktiviert. Also, wenn Tiere einmal gespawnt sind, bleiben sie auch da. Kann aber natürlich sein, dass trotzdem ein Despawn-Timer drin ist. Wobei ja eigentlich, wenn wir dem Ding eine Rüstung geben, müssen da solche Sachen eigentlich deaktiviert sein, oder? Das Problem ist, jetzt kann er halt hier auch überall reingefallen sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall mögen Tiere allgemein Wasser. Das heißt, kann auch sein, dass hier irgendwo in einem Wassertümpel drin ist. Da hinten ist es doch. Alter, wie weit schwimmt das Ding weg, ey? Ich glaub das nicht. Was ist los mit dem? Trab an, Mädel. So, dann nehmen wir mal hier so einen Namenstag. Wo ist denn jetzt überhaupt? Da.
Oh, das ist dunkel. So, ich sag jetzt mal wieder auf. Bam. Aber jetzt kriege ich mit Nachsteck drauf. Oder auch nicht. Wie geht denn das? Hä? Sei mal bitte still. So, stopp jetzt aus. Ende. Hilfe. Hä? Wie geht denn das? Hat er jetzt einen Namenstag? Müsste das nicht irgendwie einen Namen bekommen, wenn ich den da damit anklicke? So war es mir irgendwie, aber irgendwie passiert da nichts. Ist jetzt auch ein bisschen seltsam. So, du gehst erstmal hier unten mit rein. Und wir, meine Lieben, werden uns hier mal ein bisschen unterhalten hier, ne? Solange es wieder hell ist, heißt es hier Krieg. Ist aber auch laut, die Scheiße hier. Was machst du denn hier schon wieder? Blöde Schweinchen. Sag mal an, ihr Mädels. Nichts, Alter! Hätte doch schon längst was bekommen müssen. Ja, danke. Danke. Ich. Ach komm. So. Danke. Und da bleibst du jetzt. Mistviech. Was soll ich jetzt gerade machen? Was soll ich gerade machen? Keine Ahnung. Achso, ja, doch, genau. Sachen in die Kiste tun. Was geht ab? Och, Gaul. Geh mal weg hier. Okay, man kann Kakao nicht essen. So. Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Oh, das ist fährt auch immer hier. Zu dir laufen muss. Weg aus meiner Schussbahn. Och, Mädel.
Was ist denn los mit dir? Okay, ich fasse zusammen. Die Fischer droppen nichts mehr. Weder droppen sie irgendwie Morim noch was anderes. Hallo? Ach, jetzt ist er schon wieder da oben, hat der Klopf nicht. Ich bring es um. Ja, das heißt, ja, das mit den Zombies funktioniert auch nicht. Dungeon finden wir auch nichts. Wo zum Fick bekomme ich bitte Morim und Kartoffeln her? Das geht doch gar nicht. Na gut. Erstmal Folgenpause machen. Ach Gott, ey.